Hallo, hier ist Heiko Filo. Ich erzähle euch heute was über mich und meinen Staat. Heute geht es um Autokennzeichen. Deutschland ist ja ein ordentliches Land. Feines, ordentliches, schönes Deutschland. Und das sieht man eben auch an den Autokennzeichen. Jede Stadt und jeder Landkreis hat seinen Buchstaben und man kann an den Buchstaben schon erkennen, vielleicht, was das für eine Stadt und für ein Landkreis ist. Und wenn es eine große Stadt ist, hat es einen Buchstaben. Eine nicht so große Stadt, zwei Buchstaben. Eine kleinere Stadt, drei Buchstaben. Also B ist Berlin, BA ist Bamberg, D ist Düsseldorf, DA ist Darmstadt. Und nehmen wir mal eine kleinere Stadt. Leverkusen hat dann LEV. Also alles schön ordentlich. Wie machen denn andere Länder das? Also wenn man da mal zu den Briten schaut, da gibt es so Buchstaben und Zahlen so durcheinander gewürfelt und mal vorne eine Zahl, mal vorne Buchstaben und blickt man nicht durch. Genauso ist das bei den Niederländern. Das ist auch irgendwie Zahlen, Buchstabenkombinationen und also ich blick da nicht durch. Sehr unordentlich. Ein bisschen ordentlicher sind da schon die Franzosen. Die haben ihre Departements, 101 an der Zahl, durchnummeriert. Bisschen herzlos, einfach von Nummern. Und jedes Kennzeichen hat die Nummer des Departements, aus dem es kommt, auf dem Kennzeichen drauf. Italien macht es etwas gefühlvoller. Die haben für 109 Provinzen 109 Kennzeichen und das ist immer zwei Buchstabenkombinationen, also SI, wer ist Jena? Kann man schön Urlaub machen. Ja, also das ist schon ein bisschen ordentlich. Allerdings, sie haben es aufgegeben. Sie haben sich dem europäischen Standard angepasst. Und da ist es so, dass landesweit Kennzeichen vergeben werden mit einer Buchstabenkombination. AA fängt es an und dann irgendwelche Zahlen. AB, AC und so weiter. Italien, Frankreich genau dasselbe. Also die ganze schöne Ordnung ist dahin. Deutschland, wenigstens hatten die ja mal eine Ordnung. Deutschland hat, als sie das System eingeführt haben mit diesen schönen Kennzeichen, über 600 Zulassungsbezirke gehabt, also Städte und Landkreisen, die eben eigene Kennzeichen ausgegeben haben. Also Deutschland treibt die Ordnung auf die Spitze, alles gut sortiert. Nun ist es ja so, wenn Bürokraten ihre Ordnung haben, dann fangen die an, diese Ordnung umzuräumen. Und so war das auch in Deutschland. Durch sogenannte Gebietsreformen gab es vor den 80er Jahren zur Zusammenlegung von Kreisen und Städten, sodass am Ende von den über 600 Kennzeichen noch 323 übrig geblieben sind. Und als ordentlicher deutscher Junge wollte ich natürlich wissen, wenn ich ein Autokennzeichen gesehen habe, wo kommt der denn jetzt her? Und die habe ich also auswendig gelernt. Ich habe natürlich immer gehofft, dass mein Mädchen dabei steht und mitkriegt, wie toll ich das alles weiß, hat aber nicht funktioniert. Naja, jedenfalls habe ich noch Dollar getrieben, weil die alle zu kennen ist ja eins, aber sie alle gesehen zu haben ist natürlich noch viel besser. Und damit das auch beweisbar ist und dass man wirklich selber sich auch nicht betuppt dabei, ob man wirklich alle gesehen hat, vielleicht hat man sich ja vertan, muss man es auch noch beweisen und das muss man durch ein Foto. Also ich habe tatsächlich dann irgendwann alle fotografiert. Und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, wie cool das eigentlich ist, wenn man alle fotografiert hat. Weil es gibt nämlich ein Kennzeichen, das gibt es noch nicht einmal 1000 Mal. Und das ist das Kennzeichen von Büsingen. Büsingen, was ist das denn? Ihr wisst nicht, was Büsingen ist. Also, Büsingen ist ein deutsches Fleckchen im Schweizer Gebiet. Und das war für die Zöllner so anstrengend, dass sie immer nicht wussten, müssen wir den Deutschen jetzt kontrollieren oder wohnt er in Büsingen und brauchen wir nicht zu kontrollieren, dass die Konstanzer gesagt haben, Leute, ihr gehört zwar zum Kreis Konstanz, aber ihr kriegt ein eigenes Kennzeichen. Und so hatten die ein Kennzeichen BÜS und auch das habe ich fotografiert. Ich musste eigentlich extra hinfahren, um das zu fotografieren. So verrückt war ich. Gut. Ja, also ich hatte meine Sammlung komplett. Und dann kam die Katastrophe. Also ich meine die Katastrophe für meine Sammlung, weil die DDR kam dazu. Hunderte von Kennzeichen, ich bin nicht mehr durchgestiegen.
Und dann haben die nach einem Jahr oder so schon angefangen, wieder rumzusortieren und rumzuräumen. Die haben nämlich große Kreise gebildet aus den kleineren Kreisen und Städte aufgehört, Kennzeichen zu vergeben. Und also das war ein Durcheinander und das ist wirklich also ganz unordentlich gewesen. Ja, und dabei ist es eben auch passiert, dass die, also ich meine, diese neuen Kennzeichen, da gab es, ich muss ich mal eben gucken, da gab es so klangvolle Namen wie Wernigerode. Hat das Kennzeichen WR gehabt. Dann Halberstadt hat das Kennzeichen HBS gehabt. Oder Quedlinburg hatte das Kennzeichen QLB. Und dann kamen diese Bürokraten und haben gesagt, ihr kriegt jetzt ein neues Kennzeichen. HZ. Ja, wer will denn HZ auf dem Auto haben? Also HZ. Ja. Und das war dann der Kreis Harz. Ich meine, ich komme da von da oben und ich weiß, dass das da ganz schön ist und auf dem Brocken tanzen die Hexen und so. Und Harz ist eigentlich ja was Feines, kann man auch Urlaub machen. Aber Harz, ich meine, da denkt man doch erstmal dran, ich bringe den Weihnachtsbaum raus nach Weihnachten zum Sperrmüll. Ich komme wieder rein, meine Frau sagt, das geht nicht mehr raus, das ist Harz. Ja, also man kann verstehen, dass die Leute vielleicht nicht ganz glücklich waren mit dem Kennzeichen Harz. Und so ging das eben in ganz vielen Kreisen, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Und in diese Situation hinein hat sich auftritt Herr, wie heißt er? Bochert. Herr Bochert ist ein Professor für Tourismusmanagement und der hat gedacht, eigentlich ist das doch cool, wenn die Leute mit ihrem Ortskennzeichen durch die Gegend fahren, dann fahren die doch eigentlich Werbung für ihren Ort. Das ist doch Tourismuswerbung. Und ich als Tourismusmanagement-Professor oder Kommunikationsprofessor, ich frage jetzt einfach mal die Leute und auch die Gemeinden, ob sie denn ihr altes Kennzeichen wieder haben wollen. Wir wollen unser altes Kennzeichen wieder haben. Das kam auch tatsächlich raus. 72% der Bundesdeutschen, 50.000 Leute hat er gefragt, wollten ihr altes Kennzeichen wieder haben. Jo, altes Kennzeichen wieder haben. Und im Westen waren es natürlich ein paar weniger, weil da war das ja schon teilweise 40 Jahre her, dass das alte Kennzeichen nicht mehr ausgegeben wurde, aber die Leute wollten immer noch zu mehr als 2/3 ihr altes Kennzeichen wieder haben. Und im Osten war es natürlich dramatisch viele, weil da hatten die erst ganz frisch ihr neues Kennzeichen bekommen und hatten noch überhaupt gar kein Gefühl dafür. Oder ein schlechtes Gefühl dazu. Wie bei Harz. Ja, auch die jungen Leute wollten lieber das alte Kennzeichen. Also die waren irgendwie, es war nicht abzusehen, dass man durch Zeit und Abwarten irgendwie dieses Bedürfnis der Bevölkerung los wird, dass sie jetzt ihr altes Kennzeichen wieder haben wollen. Und in einer solchen Situation ist das natürlich eine gute Gelegenheit für Politiker, Wohltaten zu verteilen. Und so haben sie sich überlegt, wir wollen wieder die Möglichkeit schaffen, dass man die alten Kennzeichen, die es nicht mehr gibt, dass man die wieder am Auto haben darf. Außerdem ist es so gewesen, weil jedes Mal, wenn die Zulassungsverordnung geändert werden musste, weil ein Kennzeichen gestrichen werden musste oder neu hinzugefügt werden musste, musste der Bundesrat abstimmen darüber. Und die haben da irgendwie ja hunderte Male etwas geändert. Die hatten schon so einen Arm vom Abstimmen und haben sich gesagt, okay, wir tun uns mal zusammen, wir ändern das. Erstens soll der Bundesverkehrsminister eine Vorlage machen, dass man jetzt alte Kennzeichen wieder benutzen kann. Und zweitens, dass wir nicht mehr darüber abstimmen. Der soll einfach immer unterschreiben können. Und dann ist es in Ordnung. Natürlich soll er vorher uns fragen. Ne? Ja. Und so kam es dann auch, Herr Ramsauer von der CSU hat gesagt, ich habe hier eine Vorlage und da steht drin, dass die Städte und Gemeinden und die Landkreise sich ihre Kennzeichen selber aussuchen dürfen und können das so machen, wie sie wollen. Und das hat er dann, das hieß dann jetzt Kennzeichenliberalisierung. Das ging natürlich überhaupt nicht. Also, dass jetzt plötzlich eine Stadt sich ein Kennzeichen ausdenken kann, die könnten sich vielleicht neue Kennzeichen ausdenken. Also, Kennzeichenliberalisierung, das ging ja wohl ein bisschen weit, das ist ja Chaos, das wäre ja Anarchie. Also, die Landesverkehrsminister haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage, wurde im Bundestag abgelehnt. Wir wollen, dass das nur die Alt-, das Liberalisierung ist in Deutschland. Wenn das, was schon mal ging, jetzt auch wieder geht, das ist Liberalisierung. Mehr nicht.
also ich finde das ja ein Missbrauch des Wortes Liberalisierung, deswegen kommt jetzt mal die Fahne hier weg, ne? Unverschämtheit. Aber so kam es und so gab es die Möglichkeit, dass die Bevölkerung ihr altes Kennzeichen wieder haben durfte. Und jetzt sind schon 260 Kennzeichen wieder eingeführt worden, die vorher abgeschafft worden sind. Und immer Herr Ramsauer oder wer es jetzt ist, hat schon einen dicken Arm vom Unterschreiben. Aber so ist es nur einer und nicht der ganze Bundestag. Ja, jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, was es für einen Streit darüber gibt in manchen Städten oder Gemeinden, ob man jetzt das alte Kennzeichen wieder bekommt oder nicht. Also es gibt da ja ganz coole Städte. Also da ist es sogar so. Nehmen wir mal Bochum. Bochum hat Wattenscheid dazu bekommen. Alle Wattenscheider haben vorher an ihr eigenes Finanzamt bezahlt und jetzt zahlen sie an das Finanzamt Bochum und werden regiert vom Stadtrat in Bochum. Aber die Wattenscheider haben gesagt, wir sind zwar Bochumer, aber eigentlich sind wir Wattenscheider und wir wollen unser Wattenscheider-Kennzeichen wieder haben. Und die Bochumer haben gesagt, oh, kein Problem, wir sind hier im Rheinland, das macht mal, bitteschön. Und jetzt haben die wieder Wattenscheider Kennzeichen, WAT. Und neulich habe ich auf der Autobahn ein Auto gesehen, schönen schicken 5er BMW. Und was hatte der am Kennzeichen stehen? WAT, IS und eine 7. Und bei diesem neuen Kennzeichen sieht das ein bisschen aus wie ein Fragezeichen ohne Punkt. Also stand da im Grunde, Wattis? Also der Mann war sofort mein Freund. 5er BMW, Wattis, ne? So. Also so, das hat sich doch schon mal gelohnt, dass man jetzt wieder diese Kennzeichen sehen kann. Finde ich eine sehr erfreuliche Sache. Aber es gibt eben auch andere Stadträte, Kreisräte, die sagen, kommt gar nicht in Frage. Zum Beispiel Leverkusen. Leverkusen hat Opladen dazu bekommen, vorher selbstständig, jetzt Teil von Leverkusen. Und als die gesagt haben, wir wollen unser altes Kennzeichen wieder haben, OP, 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 hat Leverkusen gesagt, das kommt ja überhaupt nicht in Frage, wir sind eine Einheit, das muss sich auch am Autokennzeichen zeigen, gefährdet unsere Einheit, wenn ihr eure Kennzeichen wieder bekommt. Nein, gibt es nicht, ihr fahrt bitte mit LEV rum, auch wenn ihr lieber OP hättet. So. Und da gibt es auch in anderen Landkreisen und Städten in Deutschland wird darüber gestritten. Gut, das ist jetzt die Situation. Und die Frage ist jetzt, also wegen der Leverkusen-Situation müsste die Fahne eigentlich jetzt nochmal runter, aber sie ist ja schon weg. Und jetzt kommen wir zu der Lektion von der ganzen Geschichte. Was kann man denn daraus lernen? Also man könnte ja daraus lernen, dass es gute Politiker, nämlich demokratische, die auf die Selbstbestimmung des Volkes und der Menschen hören, Politiker gibt. Und es gibt schlechte Politiker, das sind autoritäre Politiker, die von oben die Regeln machen und die Einheit verordnen wollen und deswegen das alte Kennzeichen nicht zulassen. Diesen Unterschied gibt es und man könnte sich vielleicht freuen darüber, dass man einen demokratischen Politiker vor der Nase hat und sein Kennzeichen bekommen hat, wie man das wollte. Okay, könnte man machen. Man könnte auch daraus lernen, dass die Demokratie funktioniert, weil wenn eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das bekommt, das etwas Bestimmtes möchte, dann bekommt sie das auch. So war das ja hier, 72% der Deutschen wollten das und es ist da die Möglichkeit. Man kann eigentlich auch daraus lernen, dass wir beherrscht werden, dass wir gar nicht frei sind. Wie komme ich da drauf? Ja, siehe doch, es gibt die Ausnahmen, die Leverkusen. Wenn die Politiker uns ihr altes Kennzeichen, unser altes Kennzeichen wiedergeben, ist das eine großzügige Privileg, was sie uns erteilen, weil es ihnen gerade in den Kram passt. Wenn sie das nicht wollen, wenn sie nicht in den Kram passt, dann verweigern sie uns das. Sie müssen uns unser Kennzeichen, unseren Willen nicht lassen, sondern sie können das nach eigenem Ermessen entscheiden. Sie machen die Regeln. Und man kann auch noch an anderen Dingen sehen, dass diese Politiker, die uns beherrschen, dass es eben Herrscher sind. Die können nämlich zum Beispiel uns verschulden und unsere Nachkommen auch. Also sie bauen ein Schwimmbad. Das haben wir nicht bestellt, das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Das ist ein wunderbar teures Luxus-Spaßbad, ist natürlich ein Zuschussbetrieb. Das machen die mit Schulden und diese Schulden müssen wir mit unserer Arbeitskraft und unsere Nachfahren abzahlen. Also, die machen die Regeln und kümmern sich nicht darum, was wir denn wollen. Oder sie können uns auch die Kinder wegnehmen. Also, wenn ich zum Beispiel beschließe, mein Kind soll nicht mit 6 in die Schule, wie die Schulpflicht das sagt, sondern mit 7, weil es gibt gute Gründe dafür, meinetwegen, nehmen wir mal an,
Dann nehmen die mal das Kind weg. Mein Kind muss in die Schule, das gehört dahin, das muss da sozialisiert werden oder was auch immer. Und deswegen, wenn ich das nicht mitmache, dann schädige ich mein Kind. Und egal, ob ich es wirklich schädige oder nicht, es wird einfach behauptet und dann wird es mir weggenommen. Das würde ich beherrschen, denn die machen die Regeln und die lassen mich nicht über mein eigenes Leben bestimmen. Im schlimmsten Falle können die auch Krieg erklären oder den Verteidigungsfall. Und wer muss dran glauben? Wir, die Bevölkerung. Ja, also, ich lerne daraus, wir werden beherrscht, wir sind gar nicht frei, wir können nicht wirklich über unser Leben bestimmen, sondern das machen die Herrschenden. Und solange wir uns mit den Herrschenden zanken, welches Kennzeichen an unserem Auto ist, verpassen wir vielleicht die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich zum Beispiel, warum beherrschst du mich eigentlich? Brauche ich dich wirklich oder bist du vielleicht ein Parasit, der nur vom Wohlstand in der Bevölkerung profitiert? Und solange wir eben über Kennzeichen streiten, stellen wir diese Fragen nicht und ich glaube, das ist den Politikern eigentlich lieber.